Ja, hallo, ich grüße dich. Schön, dass du hinsiehst, hinhörst. Ich freue mich, dass du meine Videos siehst, hörst. Herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Kraft in dir. Was ist die treibende Kraft in dir? Wer oder was bestimmt das? Wie viel Kraft du in dir hast, ja, eigentlich einfacher ausgedrückt, man könnte es auch als Motorik bezeichnen. Also wie viel Motorik, wie viel Antrieb steht dir zur Verfügung? Ja, um das geht's. Ganz wichtig zu wissen, auch diese Sache, das kannst du grundsätzlich selbst bestimmen, beziehungsweise dann selbst fördern, also jetzt angenommen, momentan, du sagst, jo, eigentlich, ja, so viel, eigentlich müsste da ständig ein oder muss da ständig ein Treiber hinter mir sein. Also eigentlich muss mir ständig jemand in den Arsch kneifen oder eigentlich nein, Antrieb und oh, ich bin so ein bisschen antriebslos oder ich bin eher so ein bisschen. Ja, bequem oder einfach, es ist jetzt nicht gerade so großartig, diese treibende Kraft oder diese Motorik, dieser Antrieb, dieser innere Antrieb. Ja, von was, also ja, von was ist es dann abhängig, beziehungsweise was kann das Ganze, also falls du interessiert bist, ja, falls du das möchtest, falls du einen besseren Antrieb, inneren Antrieb möchtest, von was hängt das dann ab? Ja. Eigentlich ist es ganz einfach. Ja. Und zwar geht es darum, also falls das eben nicht so ist oder noch nicht so und du das eben stärken möchtest, es geht darum, dass du im Leben ein klares Warum herausfindest oder mehr oder weniger klar, es muss ja nicht hundertprozentig klar sein, aber dass du einfach dir was festlegst, du zu einer ganz bestimmten gewünschten Sache kommen möchtest, also du auf eine von dir gewollte, gewünschte Sache hinarbeitest. Und eben so richtig den Sinn dahinter siehst. Also du musst auf jeden Fall, genau, du musst auf jeden Fall herausgefunden haben, für was du brennst, ja, was dich wirklich stark, stark interessiert. Und du wirst sehen, also falls du nicht ohnehin schon in diese Richtung gehst, aber du wirst sehen, sobald du mit Fokus und Interesse und mit einem klaren Warum eine bestimmte Sache verfolgst, ein Training machst, ein tägliches Training oder ständig dabei bist, sei das jetzt eine bestimmte Eigenschaft zu erlernen oder eine bestimmte Tätigkeit zu erlernen, ja, dann wirst du sehen, beginnt das von innen her zu laufen, also die Motoren, die beginnen zu laufen, es kommt etwas in Gang. Du wirst sehen, dass du vitaler bist, stärker bist, fitter bist, dass du weniger müde bist, dass du weniger Schlaf brauchst, dass du weniger erholen musst, du bist einfach, ja, also du bist dadurch, dass du mehr auf Draht bist, du dich für etwas begeistern, brennen kannst, kommt auch dieser innere Antrieb mehr, stärker. Also das ist ganz wichtig. Also du kannst ja beides machen, eben in Morgeneinstimmung diese innere Kraft, also das Trainieren, dass das immer mehr beginnt zu laufen und gleichzeitig eben auch, weil ohne das geht es nicht, gleichzeitig eben auch für etwas Gescheites hinarbeiten, was du ja, in der näheren oder mittleren oder längeren Zukunft, einfach, ja, sagen wir mal ganz einfach, irgendetwas, was du in deiner Zukunft erreichen möchtest. Ja, so läuft das mit dem inneren Antrieb.
Weil du weißt es selbst, wenn du keinen Bock hast, also man kann es auch umgekehrt sagen, also je weniger Bock, je weniger Lust du auf was hast, desto in der Regel, desto antriebsloser, fauler, bequemer und weiß nicht was alles bist du. Ja, das ist einfach so. Ja. Okay, also, falls du zu dieser Sache irgendetwas zu sagen hast, eigene Erfahrung oder sonst etwas oder irgendetwas ergänzen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir gutes Gelingen.